Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich das Set endlich mal bekommen hier. Es ist so Gips oder so Veredelungspulver für den Gipsabdruck. Den habe ich ja gemacht. Das war leider totaler Fail. Also das war komplett. Also das Video, das war überhaupt nichts. Aber ich hoffe, dass es dieses Mal was wird, dass wir den wenigstens zusammen einigermaßen schön machen können. Ja, wir probieren es mal. Ich muss auf jeden Fall noch mit der Schere hier das Ganze bisschen ordentlich schneiden und dann hier das ein bisschen anrühren, aber nicht alles, sondern nur ein bisschen erstmal, weil das ist schon ziemlich viel. Also erstmal ein bisschen, vielleicht so die Hälfte oder so erstmal vielleicht, weil ich weiß jetzt auch noch nicht, ich werde jetzt erstmal das oben machen komplett. Und dann trocknen lassen und innen drinnen vielleicht dann noch, aber vielleicht auch nicht, weil das wird ja eh nur aufgehängt. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall muss das jetzt noch schöner werden, weil das schaut jetzt, finde ich, noch nicht so optimal aus. Genau, also das ist so ein Set. Habe ich von Amazon, kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Da ist so ein Schwamm dabei und keine Ahnung, zum Kletten oder so vielleicht. Und ja, das Pulver. Also hier steht auch ungefähr, wie es geht. Und ja, 30 Minuten haben wir Zeit dann. Wird, glaube ich, denke ich, reichen. Wie gesagt, man muss ja nicht auf einmal schaffen. Wenn nicht, dann muss man es trocknen lassen und dann nochmal eine Schicht und sowieso. Denke ich sowieso, dass man es machen muss. Also man muss dann erstmal eine Schicht drauf machen, dann trocknen lassen. Und dann am nächsten Tag vielleicht oder anderen Mal dann nochmal eine Schicht drauf und so. Aber ich werde jetzt heute auf jeden Fall erstmal die erste Schicht machen. Und dann halt immer wieder weiter und weiter, bis es dann irgendwann mal fertig ist. Und dann abschleifen und und. Ich hoffe, dass es was wird. Würde ich sagen, ich tue das jetzt mal anrühren. Und dann schauen wir mal. So, ich habe das jetzt mal angerührt. Schaut wenig aus eigentlich, aber guck mal mal. Ich habe es jetzt einfach nach Gefühl gemischt, so dass es halt nicht zu weich ist, aber auch nicht zu hart. Also genau richtig, ne? Ja, genau. Ja. Schauen wir mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier das bisschen schöner schneiden und dann probieren wir das mal drauf zu machen. Probieren wir mal unser Glück und tun das einfach mal so ein bisschen drauf schmieren. Okay. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Macht auf jeden Fall irgendwie Spaß. Also jetzt schon. Finde ich jetzt schon irgendwie voll cool. Ja, voll cool irgendwie. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen eine dünnere Schicht. Weil ich werde es ja dann nochmal eine Schicht dann drauf machen, wenn die Schicht trocken ist. Also deswegen erstmal weniger. Ja, weniger ist manchmal mehr, ne? Die Ecken und so, die mache ich dann auch noch irgendwann. Aber jetzt erstmal hier. Thank you.
Also das ist jetzt auf jeden Fall die erste Schicht. Ich werde auf jeden Fall noch eine Schicht drauf machen, weil ich das sehr, ja, noch nicht hart genug finde irgendwie. Also da geht es jetzt einigermaßen aus. Schaut viel besser aus jetzt der Rand. Und ja, wie gesagt, ich muss da auf jeden Fall dann nochmal eine Schicht drauf machen. Ja, wann weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich lasse es jetzt erstmal so ein paar Tage trocknen oder vielleicht morgen, wenn ich mal Bock habe, dann wieder ein Video weiterhin zu machen. Also das war's jetzt erstmal, aber das Video geht natürlich noch weiter für euch. Da ich es einfach dann weitermache, wenn ich dann die zweite Schicht mache, dann werde ich es einfach weiter filmen, wie ich die zweite Schicht mache. Und dann, wenn dann die zweite Schicht drauf ist, dann werde ich es wahrscheinlich noch ein bisschen abschleifen und dann ist er ja eigentlich schon fertig, wenn es dann getrocknet ist, die zweite Schicht. So, da sind wir schon wieder. Heute der zweite Tag. Also gestern habe ich ja die erste Schicht gemacht. Heute mache ich die zweite Schicht. Da habe ich jetzt wieder die Sachen angerührt. Das ist jetzt auch das letzte Pulver. Denke, das wird aber schon reichen. Also ich werde heute auf jeden Fall hinten was machen, ein bisschen, damit es hinten auch ein bisschen ist, weil hier ist noch sehr locker und da ist noch sehr locker hier. So ist es also ziemlich hart hier. Nur hier die Ränder von vorne noch ein bisschen. Und hinten möchte ich auf jeden Fall noch, weil von hinten hier ist es sehr, sehr unstabil, finde ich. Und da möchte ich auch noch ein bisschen was drauf machen. Aber hinten ist ja nicht so schlimm, weil da sieht man es ja zum Glück nicht so extrem. Ja, würde ich mal sagen, dann fangen wir wieder mal an. So, dann schauen wir mal. Tun es hier noch ein bisschen verschönern. Also hinten werde ich es nicht komplett machen, weil das sieht man ja nicht. Nur das, was ein bisschen so hässlich ist und so, das werde ich auf jeden Fall schön glatt machen hinten, dass es nicht ganz so schlimm ausschaut hinten. Und ich finde, es macht richtig Spaß. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so Spaß macht, hätte ich echt nicht gedacht. Also wie gesagt, hier ist es ziemlich hart in der Mitte. Also es geht jetzt nur so ein bisschen um die Ränder, dass die schön hart sind, weil da ist es noch nicht so gut. Deswegen tue ich da noch ein bisschen was drauf machen, dass die Ränder gut zu sind. Weil das schaut ja hier echt nicht schön aus, wenn das hier da so. Das ist nicht schön. Ja, dann mache ich hier mal ein bisschen weiter, ne? Ist jetzt fertig. Jetzt widme ich mich wieder die Vorderseite und auf jeden Fall will ich erstmal hier die Ränder machen, weil der Rand, der gefällt mir überhaupt noch nicht so. Hier, der Rand muss auf jeden Fall noch verstärkt werden, weil der ist sehr, sehr locker. Also der muss auf jeden Fall dicker gemacht werden noch.
da die zweite Schicht drauf gemacht. Es ist jetzt generell fertig, aber ich habe jetzt noch eine Schüssel mit bisschen Wasser und werde da einfach ein bisschen meine Hand nass machen und das dann nochmal schön mit Wasser kletten, richtig, dass es richtig glatt ist. Ja, ich hoffe, das klappt. Aber ich glaube schon. Also jetzt richtig schön schauen, dass man es so glatt wie möglich bekommt. Weil da muss man nicht so viel schleifen. So, er ist jetzt fast fertig. Also er ist jetzt richtig schön glatt und so. Nur ich lasse den jetzt nochmal richtig trocknen und dann werde ich den mit dem Schleifschwamm nochmal komplett abschleifen. Und dann ist er komplett fertig. Ich werde ihn jetzt mit dem Schwamm ein bisschen abschleifen. Und nicht viel, sondern nur ein bisschen, weil ich eigentlich schon recht zufrieden bin. Also einfach nur so ein bisschen drüber. Dass er vielleicht noch ein bisschen an manchen Stellen noch ein bisschen glatt wird. Also ich werde jetzt nur noch an manchen Stellen ein bisschen kletten noch. Und dann ist er eigentlich schon fertig. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das ist mein fertiger hier. Richtig cool geworden, finde ich. Richtig schön glatt und so. Also richtig top, finde ich den. Das Set, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Kann ich nur empfehlen. Ist echt top. Billig war es, glaube ich, auch. Weiß jetzt nicht mehr genau, wie teuer es war, aber nicht viel auf jeden Fall. Ganz wenig. Ja, bin sehr zufrieden und ja, jetzt warten wir noch, bis das Baby da ist und dann werde ich es langsam mal anmalen. Beispielsweise werde ich es schon mal in einer Farbe komplett anmalen und dann, wenn ich es dann in einer Farbe komplett angemalt habe, dann muss es ja auch noch mal trocknen. Genau, deswegen werde ich es dann einfach in einer Farbe nochmal anmalen und dann komplett gestalten werde ich es dann erst, wenn das Baby da ist, weil ich möchte dann noch einen Fußabdruck drauf machen von dem Baby. Genau, ja, dann würde ich sagen, bis bald.